Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen hier endlich bei meiner Announcement, wer diese tollen Sachen von meinem Gewinnspiel gewonnen hat. Und zwar, ich hatte leider ein bisschen so das Problem, dass nicht jeder sich irgendwie an die Spielregeln gehalten hat. Leider Gottes gab es halt viele, die haben eigentlich nur reingeschrieben, dass sie unbedingt gewinnen wollen, was natürlich hier alle wollen, die da drunter schreiben. Und es ist halt ein bisschen schwierig gewesen, einen Gewinner rauszusuchen, weil eigentlich nicht einer wirklich die Voraussetzung da erfüllt hat. Ich habe mich trotzdem durchgerungen, praktisch noch einmal milde walten zu lassen, um praktisch drei Gewinner rauszusuchen, die dessen Kommentare ich am süßesten fand. Ich habe jetzt einfach alle Kommentare nochmal durchgelesen und habe praktisch den Kommentar mir rausgesucht, den ich irgendwie die Kommentare, die ich irgendwie am tollsten fand, also die mich am meisten berührt haben. Und ich will da gar nicht auch drum rumschwätzen. Ich mache ja bei der nächsten Verlosung um die 500 Abonnenten herum. Da wird es ein paar andere Spielregeln geben. Es wird auch höherpreisigere Sachen geben, die natürlich auch mich sehr viel Geld kosten. Ich meine, alles, was ihr hier geschenkt bekommt, egal von mir oder von irgendeinem anderen YouTuber, die kleineren YouTuber, kann ich euch gleich sagen, die kaufen ihr Zeug alles selber und verschenken es an euch bewusst. Und die Größeren kriegen halt sehr viel zugesendet. Das heißt, sie haben dann praktisch einfach Überschuss und geben das an euch weiter. Das ist natürlich, für uns wäre das natürlich geil, wenn das mal ein Traum von mir wäre, ja mal irgendwann mal Geschenkchen zu bekommen. Mein Gott, das wäre jeden Tag wie Weihnachten. Aber ich werde euch auf jeden Fall sagen, wer diese jeweiligen Nights to Remember Paletten bekommt und wer diese tollen Foil Metal praktisch Pigmente bekommt. Und zwar, die erste Gewinnerin, der ich sehr, sehr gerne eines dieser Paletten zukommen lassen würde, ich habe jetzt eins mal so halb geöffnet, da könnt ihr sehen, das Farbschema, wäre bei mir die liebe Mina Odrasek. Und zwar hat sie wohl sehr viel Trouble mit ihrer Gesundheit, beziehungsweise fühlt sich gerade überhaupt nicht wohl. Und einfach damit es dir wieder besser geht und auch einfach damit du dich einfach in deiner Haut wieder sehr viel wohler fühlst, würde ich dir gerne eine dieser Paletten zukommen lassen und da wünsche ich dir sehr, sehr viel Spaß mit. Schreibt mir gerne auf Instagram oder hier unten kurz drunter, wie ich euch erreichen kann. Auch eine E-Mail-Adresse oder so. Ich hoffe, dass meine Community da sehr sorgsam mit umgeht. Also wenn irgendjemand mal E-Mails hier drunter schreibt, gerne einfach ignorieren und nicht irgendwie bombardieren oder sonst irgendwas. Wie gesagt, liebe Mina, ich wünsche dir sehr viel Spaß mit der Nights to Remember Palette. Ich benutze sie wahnsinnig gerne. Es ist eine sehr schöne Basic-Palette, die du jeden Tag benutzen kannst, meine Süße. Viel, viel Spaß damit. Die zweite Gewinnerin ist die Mona 1000. Ich weiß, dass die Mona auch sehr gerne auf anderen Kanälen, natürlich guckt jeder sich auf anderen Kanälen um, aber die Mona ist eines von den wenigen, die wirklich sich wahnsinnig Mühe gibt, viele, viel zu schreiben. Und ihr Geburtstagswunsch, ja, neben der Mina, die sich praktisch Gesundheit gewünscht hat für sich selber, hat sich die liebe Mona einfach nur gewünscht, einen einfachen Colourpop-Haul mal tätigen zu können. Sie hat mir direkt in die Seele reingesprochen, weil ich kann das total verstehen. Ich habe mich auch irgendwann mal getraut, bei Colourpop zu bestellen. Ich wurde ja nicht bestraft. Ich habe ja Glück gehabt, dass ich praktisch meinen Colourpop-Haul meistens, also problemlos eigentlich immer nach Hause bekomme. Und deswegen ist die zweite Gewinnerin dieser Nights to Remember Palette, beziehungsweise also ich habe jetzt hier, ich zeige es euch jetzt nicht nochmal, ihr seht ja das Farbschema, wäre dann die Mona 1000, da wünsche ich dir auch sehr viel Spaß. Liebes Mäuschen, schreibt mich einfach bei Instagram an und wir tauschen dann, ich nehme dann eure Adresse auf und ich versende sie euch dann per Polsterpäckchen einfach zu euch nach Hause im Laufe der Woche, so wie ich zum Postkasten komme, das sage ich gleich dazu. Und diejenige, die mich halt auch sehr berührt hat mit ihrem Wunsch an ihrem Geburtstag, wäre die Gewinnerin von den Foiled Eyeshadows. Die sind wirklich toll. Ihr habt da so eine Flüssigkeit, ihr gebt die rein und da könnt ihr einen geilen metallischen Look zaubern. Also nicht so einen, sondern in halt Silber oder ein Stück gräulich. Und zwar wäre das der 1123. Ich weiß gar nicht, wie das Mäuschen in Real Life heißt. Also auf jeden Fall 1123. Mäuschen, du hast diese metallischen Pigmente gewonnen. Und zwar hat sich die, ich sag mal, 1123, ja, hat sich gewünscht, dass sie einmal in ihrem Leben ihren Opa sehen kann. Und das mag vielleicht Gründe haben, dass er einfach sehr weit weg wohnt oder dass sie ihn vielleicht gar nicht kennt. Ich hoffe, Mäuschen, dass in deinem Leben dir noch so viel, viel, viel Schöneres passieren wird, wie nur deinen Opa mal wiederzusehen. Und
Ich wünsche allen Gewinnern sehr, sehr viel Spaß und ich wünsche mir auch von denjenigen, die ganz neu zu meinem Kanal dazugestoßen seid, seid absolut nicht traurig. Ihr seid alle absolut tolle Menschen und ihr habt es alle verdient, mal irgendwas zu bekommen. Ich mache auch, ehrlich gesagt, regelmäßig bei Verschenkungen mit, natürlich von größeren YouTubern. Die Chance, etwas zu gewinnen, ist halt sehr niedrig, aber ich mache das wahnsinnig gerne für euch Leute. Und wenn ich sehe, dass ihr mir auch beim Ball bleibt und auch nicht einfach deabonniert, weil ihr bockig werdet und sagt, nee, ich habe keinen Bock mehr, die hat mir nichts mehr geschenkt. Ich kann bei 3 Geschenken einfach nicht jeden beschenken. Und wie gesagt, ich habe unter meinen Füßen hier habe ich eine ganz tolle Schublade, die gefüllt sind für 5 Gewinner, für meine 500 Abonnenten. Ich bin leider noch etwas weit weg davon, etwa noch 70 Abonnenten. Aber ich hoffe wahnsinnig, dass wir wirklich dieses Jahr die 1000 auch mal knacken. Und ich werde einfach wie immer in regelmäßigen Abständen alle 100 bis 200 Abonnenten mehr werde ich auf jeden Fall tolle Gewinne für euch raussuchen und die auch natürlich selber kaufen, besorgen, einpacken, versenden. Und ich hoffe, dass ihr das sehr, sehr wertschätzt, dass ich mir die Mühe einfach auch mache. Und falls euch dieser Augenlook irgendwie die ganze Zeit ins Auge sticht, ich finde den auch sehr toll. Ich habe ein bisschen gespielt mit meiner Magic Palette von Juvia's Place und habe euch ein sehr, sehr schönes Make-up-Tutorial kreiert. Und ich hoffe, dass euch dieser Look danach gefällt. Lasst mir auch gerne einen Daumen da und auch ganz, ganz liebe Kommentare, auch von anderen. Seid fair den Leuten gegenüber, die jetzt mal was gewonnen haben. Ich habe schon so vielen Leuten eine kleine Freude gemacht. Das ist auch völlig unabhängig bei mir, ob diesejenigen selber Kanäle haben oder eben nicht. Weil jeder Abonnent ist ein Abonnent und da mache ich keinen Unterschied, ob das einer ist, der Privatvideos guckt oder selber sogar Videos produziert. Auch meine Kolleginnen, wenn wir uns gegenseitig auch mal ein Geschenk machen, finde ich das auch sehr toll. Ich habe wahnsinnig tolle Freunde hier kennengelernt und deswegen möchte ich diese Freundschaften auch erhalten, indem ich jedem die gleichen Chancen gebe. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, ihr freut euch. Und dieser Look kommt am Wochenende.